Ja, hallo, ich melde mich hier aus Dänemark. Wir spielen die Woche Made in Denmark hier im Himmerland. War letztes Jahr mein erstes Turnier nach den 3 Siegen auf der Challenge Tour, deswegen natürlich schöne Erinnerung, wieder hierher zu kommen. Ich wollte ein bisschen mehr Platz erzählen. Man erstmal sieht, hinter mir ist Puttinggrün, heute ist Mittwoch, wo der Pro-Am-Tag ist, deswegen konnten wir heute nicht spielen. Deswegen ist auch das Puttinggrün so voll. Der Platz hier ein bisschen verändern im Vergleich zu letztem Jahr, haben ein paar 4 zu einem paar 5 gemacht und ein paar 5 zu einem paar 4, was eigentlich den Platz besser macht. Was komisch ist, letztes Jahr hatten wir die 6 Tage, wo ich hier war, genau den anderen Wind wie jetzt. Also heute kommt er aus Osten, kommt er die ganze Woche aus Osten, deswegen gestern in der Probe war es ein ganz neuer Golfplatz. Es war die ganze Zeit jetzt sehr windig, soll ein bisschen besser werden über die Woche und das ist eigentlich das alles Entscheidende hier auf dem Platz. Wenn der Wind bläst, ist wirklich schwer und wenn der Wind ein bisschen weniger ist, ist es sehr spielbar. Die Grüns sind super, das Raff ist sehr fett, also wenn man das Raff schlägt, also so Raff ist der Ball eigentlich weg. Und vor allem freue ich mich jetzt auf die 16, weil man hat bestimmt schon viel drüber gelesen. Ganz 3000, 4000 Leute an einem 100 Meter Par 3, da ist richtig Stimmung. Ich hoffe, dass ich morgen gut spielen kann. 14:10 Uhr geht's los und drückt mir die Daumen. Bis bald.